Heute hatte ich einen besonderen Posten in einer Profiküche. Ich war heute der Entemetier. Ja, heute bei Rummelgrill TV. Entenkeule mit gegrillten Blumenkohl. Entenkeule habe ich sous vide gegart und dann nochmal schnell bam auf dem Grill aufgeknuspert und der Blumenkohl braucht auch nicht lange. Wie ich es gemacht habe, mit welchen Tricks, mit welchen Zutaten. Dranbleiben. Ente zerlegen. Normalerweise kann man so eine Ente natürlich auf dem Drehspieß auch auf dem Grill machen, aber da gibt es schon einige Videos. Ich habe mal recherchiert. Das, was ich jetzt vorhabe, also die Ente zerlegen und die Einzelteile sous vide garen, gibt es noch nicht so viele Videos und natürlich nachher auf dem Grill. Also fange ich mal an, die gute Ente die Keulen abzutrennen. Und hier ist das gelenkt, das habe ich jetzt schon durch, das Hüftgelenk. Und jetzt ich einfach hier haben wir schon die erste Keule. Die Entenkeule sous vide. Muss man ordentlich gesalzen. Und jetzt vakuumiert. Dafür habe ich hier einen Kammervakuumierer, einen Vertikalkammervakuumierer. Die Ente hier rein. Deckel auf. Und jetzt hängt man den einfach hier so rein, setzt die Ente unten rein, Entenkeule. So, durch das Vertikale zieht die Luft nach oben weg. Ich könnte jetzt auch Flüssigkeit oder ähnliches vakuumieren. Super tolle Geschichte. Passt eigentlich, ja, ich habe zu Hause noch so einen großen Kammervakuumierer, der nimmt immer einen Haufen Platz weg. Das kann man in die Ecke stellen oder kann es sogar hinhängen, das Ganze. Super Geschichte. Und jetzt habe ich Vakuum hoch eingestellt, Deckel zu und lass saugen. Hui. Tada! Ja, ist ja gut, Kollege. So, Ente, Keule, vakuumiert. Und jetzt hier 62 Grad. 62 Grad, 18 Stunden ins Wasserbad. Wir haben unsere Entenkeule sous vide gegart, runtergekühlt. Und jetzt kommt sie auf den Grill. Also, was heißt, wir haben sie heute Morgen, habe ich sie aus dem Sous vide genommen. Waren sie 18 Stunden drin, habe sie in kaltem Wasser runtergekühlt und jetzt brauche ich mich eigentlich nur noch um ja, außen das Braune, die Haut zu kümmern, damit es knusprig wird und natürlich um die Beilage. Und für die Beilage habe ich ein paar Blumenkohlröschen. Da kommt jetzt eine Prise Salz dran. Und einen Schluck Olivenöl. Und ich habe jetzt hier ein Gitter, das ist eigentlich ein Fischgitter. Da kann man dann hier so Fisch drin einklemmen. Was man damit genau mit Fischen machen kann, verlinke ich euch mal hier oben. Und hier kommen jetzt unsere Blumenkohlröschen drauf. Das Gitter ist halt dazu da, dass mir der Blumenkohl nicht durch den Rost fällt. So, papalabalabalab.
Ja, durch den Rostfelder nicht, aber durch Gitterfelder. Gut, so und auf die andere Seite. Hier stelle ich klein, hier ist normal an. Kommt unsere Keule und jetzt erstmal Deckel zu und gucken, was passiert. Die haben schon ordentlich Farbe bekommen, die müssen jetzt runter. Schön angeröstet, zack, zack, zack. Und hier rein und die Ente können wir schon einmal drehen. Und hier an unserem Blumenkohl, damit er nicht total auskühlt und ausdampft, mache ich ein bisschen Folie drüber. So, wir gucken mal nach der Ente. Ah, hier unten ist schon schön braun. Warum drehen? Naja, das wird doch, das wird doch, das wird doch. Und noch ein paar Minuten. So, unsere Entenkeule. Hoi. Hoi, 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 hoi. 60 Grad. Super. Die kann runter. So, bevor die Entenkeule runterkommt, kümmern wir uns um den Blumenkohl. Der ist noch schön warm. Jetzt ein bisschen Parmesan. Ein bisschen Zitronenabrieb. Und jetzt habe ich hier ein Sesamdressing. Wer wissen will, wie es gemacht wird, das Rezept schreibe ich unten rein und auch den Link, wo man sowas zur Not auch kaufen kann. Es hat schön nussige Noten. Jetzt noch ein bisschen Sesamsalz und jetzt Entenkeule mit gegrillten Blumenkohl. So, Entenkeule gehört natürlich ein bisschen normal, ein bisschen Rotkohl, Soße, hast du nicht gesehen, aber das ist der Feiertagsentenvogel. Und jedes Mal, wenn ich so außer der Reihe Ente esse, sage ich immer, du musst viel öfter Ente machen. So, und das ist so ein für mal zwischendurch. Ja? Über Weihnachten bis ins neue Jahr kann man keinen Vogel in der Art mehr sehen. Und das würde ich sagen, das kann man schon mal so, wenn man schon wieder so der Zahn tropft nach Ente, so spätestens im März kann man sowas essen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schöne Knusper, schöne Kruste, zart, saftig. Wie kann man das denn? Hier das, saftig. Ich habe in meinem Leben auch schon viel zu oft schlechte Ente und schlechte Gans gegessen. Also die einfach tot geschmort wurden. Ja? Hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Ansatz von Leben drin und eine vernünftige Kruste. Und der Blumenkohl, der ist der Knaller. Der hat noch schön ein bisschen Biss, schöne nussige Note von dem Sesam dazu, die leichte Frische. Ah, lecker. Die leichte Frische vom Zitronenabrieb. Also, ach, der Biss-Test funktioniert. Ende gut.
Ja, den Rest vom Spruch, ne? Da könnt ihr mir den unten in den Kommentar schreiben. Lecker essen. Einfach. Schnell kann man schön vorbereiten. Ein paar Entenkeulen gekauft, sous vide gegart und dann wieder in den Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe gepackt. Und wenn einem nach Ente ist, rausgeholt, Grill angeheizt, bam, 220 Grad, Feuerwerk und schon hat man innerhalb von einer halben Stunde eine schöne Entenkeule gegrillt, Herrschaften. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben, einen kleinen Kommentar freuen. Heute war ich der Ente-Metier. Ich bleibe weiter neugierig für euch, für uns alle. Bis zum nächsten Mal. Du musst viel öfter Ente machen.